Salvete discipuli, discipulaeque. Salve magister. Sehr schön, das ein bisschen. So, das kenne ich. Wir haben Herr Gott heißt. Also, in der Unterwelt herrscht der grausame Gott Hades. Könnt ihr das mal aussprechen? Hades. Und der gibt nicht so einfach die Leute wieder raus, die in die Unterwelt gekommen sind. Das geht nicht so einfach. Und so. Hoy estamos en la frutería. La frutería. Todos juntos. La frutería. Y el limón. El limón. ¿Es el limón? Sí. ¿Ya? Ponéis en dos filas, para allá y empezáis. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Me gusta la pera. Das Pera. Uno limón. Uno limón. Und uno manzana. Adios. Adios. Es sind nicht alle Kinder da, die auf dem Markt normalerweise einkaufen. Aber sie kennen schon viele Elemente. Und das finde ich ganz wichtig in diesen 9 Wochen, die wir nur zusammen hatten, dass sie Sachen, sie kennen die Farben der Früchte, sie kennen die Zahlen. Sie kennen einige Begriffe und sie können das verknüpfen, sie können sich begrüßen und wenden das dann an und dadurch verfestigt sich das und ist dann so eine schöne Gesamtsache und dann freuen sie sich selber, weil sie merken, sie können schon richtig was anwenden und was äußern. Die ist an der einen Seite ein bisschen länger, dann setzt du die so an hier und dann knallst du nur die Ecke. Genau, kannst du festhalten an der Seite. Genau. Und ist klar. Guck mal, dann wird es da ein bisschen rund sogar noch. Ne? Und dann sind wir in die Lerngruppen gegangen im Spätsommer letzten Jahres und haben Blumen mitgebracht und die Schüler haben nach diesen Blumen gezeichnet. Und dann sind ganz viele tolle Entwürfe entstanden und die haben wir jetzt hier zu einem Konglomerat zusammengezogen und das wird jetzt praktisch umgesetzt als Mosaik. Machen wir noch mal 2 Nadeln und 1 mit Auftakt. Du hast ja noch einen Moment Pause.